Für die Wahl des Bundespräsidenten 2022 wurde Frau Dr. Johanna Hambach als Wahlfrau delegiert von der Fraktion Die Linke im Senat. Sie ist auch langjährige Vorsitzende des Landesverbandes der Berliner Seniorenvertretung. Sie hat uns vor der Kamera erzählt, wie es ihr erging, was sie empfand während dieser Wahl und wen sie gewählt hat und warum sie ihn gewählt hat. Guten Tag, Frau Dr. Hambach. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir kennen uns ja schon, da Sie Vorsitzende der Seniorenvertretung vom Bezirk Treptow-Köpenick sind. Nun sind Sie als Wahlfrau nominiert für die am 13. Februar stattfindende Wahl zum Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin. Wie kommt es zu Ihrer Nominierung? Ja, ganz einfach. Als Vorsitzende der Landesseniorenvertretung bin ich halt Berlin bekannt und da kam das halt so. Und da bin ich von der Linksfraktion des Abgeordnetenhauses vorgeschlagen worden. Was bedeutet diese Teilnahme für Sie ganz persönlich? Naja, was Besonderes ist es für mich nicht, sagen wir mal so. Es gehört einfach zur Demokratie dazu. Und wenn man dann die Ehre hat, da mitzumachen, dann macht man mit. Ganz einfach. Haben Sie sich über die zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten im Vorfeld informiert und haben Sie einen Favoriten? Ja, ich habe mich natürlich informiert und ich habe einen Favoriten, das ist der Professor Trabert. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil er derjenige ist, der tatsächlich die soziale Seite und im Speziellen auch die Seite der Senioren und Senioren sehr gut vertritt, nicht nur als Wissenschaftler, sondern eben auch als Politiker. Und deswegen ist Trabert zunächst mal mein Favorit. Dr. Anton Hofreiter, Dr. Johanna Hambach, Melanie Kühnemann-Bruno. Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Es entfallen auf Frau Dr. Stefanie Gebauer 58 Stimmen. Auf Herrn Dr. Gerhard Trabert 96 Stimmen. Auf Herrn Dr. Max Otte 140 Stimmen. Und auf Herrn Dr. Frank-Walter Steinmeier 1045 Stimmen. Guten Tag, Frau Dr. Hambach. Am Sonntag waren Sie ja nun als Wahlfrau in der Bundesversammlung. Frank-Walter Steinmeier wurde ja nun erwartungsgemäß mit überwältigender Mehrheit für eine zweite Amtszeit in seinem Amt bestätigt. Wie beurteilen Sie selber den Ausgang dieser Wahl? Ja, also wie schon gesagt, man hatte das ja eigentlich zu erwarten. Aber ich habe nicht den Herrn Steinmeier gewählt, ich habe Professor Trabert gewählt. Der wiedergewählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich ja zu Ihrem Favoriten Professor Trabert nach seiner Wiederwahl geäußert. Hören wir mal rein in diese Rede. Ich will an dieser Stelle aber auch meinen Respekt ausdrücken für meine Mitbewerberinnen und Mitbewerber in dieser Wahl. Und gestatten Sie mir, sehr geehrter Professor Trabert, noch ein zusätzliches Wort. Sie haben mit Ihrer Kandidatur auf ein Thema aufmerksam gemacht, das mehr Aufmerksamkeit verdient. Die Lage der Ärmsten und Verwundbarsten in unserem Land. Dafür
Dafür, Herr Trabert, gebührt Ihnen nicht nur Respekt, sondern ich hoffe, dass Ihr Impuls erhalten bleibt. Das Thema Obdachlosigkeit beschäftigt uns beide, Sie wissen es, seit langer Zeit. Warum schauen wir nicht, ob wir diesem drängenden Thema gemeinsam mehr Aufmerksamkeit verschaffen können? Herr Trabert, ich würde mich freuen, wenn wir darüber ins Gespräch gehen. Was sagen Sie dazu, Frau Hambach? Also erstens mal muss ich sagen, es ist absolut wichtig, das Thema, was Professor Trabert mitgebracht hat und von Herrn Steinmeier aufgegriffen wurde, in der Gesellschaft noch mehr in den Blickpunkt zu nehmen, nämlich die Armut und diejenigen Bevölkerungsschichten, die eben am Rande der Gesellschaft leben. Und das muss in den Mittelpunkt, und das hat Dr. Steinmeier von Professor Trabert übernommen. Und das finde ich gut. Das muss sein. Welche persönlichen Eindrücke von der Bundesversammlung werden bei Ihnen bleiben? Welche möchten Sie davon unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht mitteilen? Die Bundesversammlung ist ein entscheidendes Element der Demokratie, in der wir leben. Zweitens würde ich sagen, ja, als ein Teil des Ganzen zu sein, das ist schon was, und das habe ich vorher gar nicht so gesehen. Und bei den vielen Leuten plötzlich dazwischen zu sein, beeindruckend. Heute ist wieder so ein wunderschöner Frühlingstag. Genau wie am 8. März, dem Internationalen Frauentag. Wir von Mittenmang waren unterwegs. Wir haben unseren ehemaligen Bürgermeister, Herrn Michael Müller, gefragt, wie es denn zu diesem gesetzlichen Feiertag kam. Immerhin ist Berlin das einzige Bundesland mit diesem gesetzlichen freien Tag für die Frauen. Und wir haben unsere regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey begleiten dürfen und haben Hauptstadtgäste befragt zum Frauentag, und wir selbst haben uns auch dazu geäußert. In Berlin als einzigem Bundesland ist der 8. März, der Internationale Frauentag, ein gesetzlicher Feiertag. Wir fragen Michael Müller, nunmehr Bundestagsabgeordneter, in dessen Amtszeit als regierender Bürgermeister die Festlegung dieses gesetzlichen Feiertags fiel. Es ist so, dass ich privat nicht sofort einen Zugang zum Frauentag hatte, weil wir das eben im Westteil der Stadt auch nicht ganz so gefeiert haben. Aber natürlich politisch ist es ein Tag von großer Bedeutung, und seit Jahren wird ja auch der Frauentag genutzt, genauso im Übrigen wie der Equal Pay Day, um auf Missstände aufmerksam zu machen und deutlich zu machen: Wir haben viel im Bereich der Gleichberechtigung erreicht, aber es ist noch sehr, sehr viel zu tun. Männer und Frauen sind leider in vielen Bereichen unserer Gesellschaft immer noch nicht gleichberechtigt. Und der Frauentag ist eben auch immer wieder ein Anlass, die Frauen einerseits zu würdigen und andererseits auch deutlich zu machen, was noch nicht funktioniert. Also insofern, politisch ist es seit Jahren auch auf meinem politischen Lebensweg und in meiner Arbeit ein wichtiger Tag. Wir treffen uns am U-Bahnhof Warschauer Straße. Justin, ein Straßenmusikant aus Schottland, begrüßt uns mit seiner Gitarre. Was für ein Empfang an diesem strahlend blauen Frühlingstag. Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin von Berlin, hat an diesem 8. März eingeladen zu einem Pressetermin. Sie fährt mit der Zugbegleiterin Daniela O'Sullivan an der Spitze des Zuges im Führerhaus der U-Bahn. Wir fahren im Presseabteil. Mit Polizistinnen und Mitarbeiterinnen der BVG in Uniform ein kurzer persönlicher Austausch.
eine Seniorenredaktion, die Alex Berlin zuarbeitet. Ah, okay. Ich kenne mit dem Mann noch aus Neukölln, das ist aber was anderes. Aber ist okay. Ich kenne es aber auch schon. Charlottenburg-Wilmersdorf, da gibt es das auch. Ach, aber wir sind die Richtigen. Also, wir sind die Richtigen, okay. Na, wir hatten ja schon mal so eine Situation mit Walter Mompers-Senat. Das war ja schon mal der Frauensenat, so wie es ja dann auch genannt wurde. Und es hat dann leider auch Rückschritte gegeben, wo wir wieder deutlich stärker männerdominierte Senate hatten und nun wieder eine neue Richtung mit einer regierenden Bürgermeisterin, und das ist doch gut. Also erstmal stehen hier um mich rum Vorbilder und tolle Frauen, aber auch natürlich die Kollegen an der Seite. Ne? Das ist ja, was es ausmacht, dass wir partnerschaftlich die großen Aufgaben, vor denen unsere Stadt auch steht, angehen und dass Männer und Frauen wirklich gleichberechtigt in jedem Beruf ihrer Arbeit nachgehen können. Es ist ein Tag der internationalen Solidarität, auch für Frauen, die von Gewalt, von Krieg, von Verfolgung betroffen sind und die an vielen Stellen ganz, ganz stark sind, dieses schlimme Leid auch ertragen. Aber es ist ein Tag der Solidarität, an dem wir diesen Frauen auch helfen. Und Berlin hilft im Moment sehr, sehr viel. Und ich bin sehr dankbar allen Ehrenamtlichen, die hier in unserer Stadt gerade großartige Hilfe leisten, die am Bahnhof sind, die bei den Unterkünften helfen, die mit den Hilfsorganisationen zusammenarbeiten, die mit uns zusammenarbeiten, wenn es darum geht, die Unterkünfte zu organisieren, die erste Hilfe, die medizinische Versorgung zu organisieren, Spenden zu sammeln, von der Wirtschaft auch, die ganze Hotel- und Gaststättenbranche, die uns hilft, auch in die Hostels, in die Jugendherbergen zu gehen. Im Moment sind tausende Menschen in Berlin dabei zu helfen und wirklich solidarisch auch diese Situation zu bewältigen. Unerwartet überrascht wurden wir bei unserer kurzen Kaffeepause auf dem Weg zum Alexanderplatz. Es sah früher so aus, als ich noch beruflich aktiv war, dass wir Gewerkschafter durch die Betriebe gegangen sind und haben rote Rosen verteilt. Rote Rosen, die wir vorher im Blumenmarkt geholt haben. Das waren dann wirklich solche bunte Rosen, und das sollte so ein kleiner Dank sein an die Beschäftigten an diesem besonderen Tag, und den haben wir also auch jedes Jahr durchgeführt. Hallo, guten Tag, bitteschön, gerne. Danke. Womit haben wir Frauen denn das Dankeschön verdient? Weil der Frauentag da ist. Deswegen. Sind die gelb? Ja, gelb ist die, was ist denn hier? Nee, ist nicht die Hoffnung, was ist denn gelb? Nein. Ja, das Nein ist ein Teil der FDP. Der rheinischen Regierung. Ja. Ja, hoffentlich wird das wieder alles zum Frieden kommen. Ne? Ja. Hoffen wir alle. Dankeschön. Gerne. Sie müssen ja heute arbeiten. Heute ist doch Frauentag. Ja, besser als zu Hause sitzen. Wir haben ja auch genug 2 Jahre zu Hause rumgesessen. Jetzt ist es Zeit, wieder Gäste anzuschaffen. Na? Die richtige Einstellung. Dankeschön. Danke, danke schön. Schönen Tag wünschen wir. Wünsche ich euch auch. Bleibt alle gesund. Der Internationale Frauentag geht ja auf Clara Zetkin zurück, die 1910 auf einem Kongress in Kopenhagen das vorgeschlagen hat, wurde dann in den 1920er Jahren durchgesetzt. War aber nie ein gesetzlicher Feiertag. Es ist allerdings auch eine ganz tolle Sache, dass nun endlich mal dieser Frauentag auch mal in Form eines gesetzlichen Feiertags gewürdigt wird. Könnten sich andere Bundesländer ja vielleicht ein Beispiel dran nehmen. Es sollte zusätzliche Feiertage geben. Da gab es ja dann eher die Diskussion, was kann dieser zusätzliche Feiertag sein und was wollen wir an gesellschaftspolitischen Debatten damit auslösen. Es wurde diskutiert, ob der Reformationstag der Feiertag sein soll. Ich selbst sage auch, ich hätte mir gut vorstellen können, den 18. März zu nehmen, den Tag der Revolution, der Deutschen und der Demokratiebewegung. Das wurde diskutiert, aber es war dann sehr schnell klar, dass natürlich viele engagierte Frauen gesagt haben, das ist eine Riesenchance, diesen Tag nicht nur zu nutzen als irgendeinen Tag, wo man etwas machen kann, sondern wo man durch einen Feiertag praktisch auch gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und insofern war die Entscheidung dann auch sehr schnell gefunden.
Und welchen speziellen Tag haben wir heute? Oh, das ist der internationale Frauentag. Bitte schön. Danke sehr. Ja? Und alles Gute zu Ihnen. Ja, also, wir sind alle Frauen. So. Ja? Ich habe noch eine Frage. Wie feiern Sie den internationalen Frauentag in Georgien? Oh, das ist von unserem georgischen Freund. So, Frauen sind in Respekt in diesem Tag in Georgien. Und alle Männer kaufen etwas Geschenk, ja, Blumen oder Schokolade, so, ja. Und wer steht in der Küche? Mein Vater. Oh, ja. Am Frauentag. Ja, ja. Ja. In Georgisch, wir haben kein Sex in unserer Sprache, wir haben kein Sie oder Er, alle sind gleich. Gleich, ja. In Georgien, Frauen sind sehr stark. Ja. Überall auf der Welt sind die Frauen sehr, sehr stark. Do you have any impressions about the war in Ukraine? Oh, natürlich. War oder Krieg ist immer schrecklich. Und ich komme aus Georgien. Wir hatten einen Krieg. Russische hat einen Krieg in Georgien 2008. Auch. Ja, und ich erinnere das. Ich war sehr jung und wir haben ein Leben und das ist temporal, ja, so wir leben nicht immer. Wir müssen alle lieben einander und freundlich sein und wir haben diese ein Leben, ja, so das gibt kein anderes Leben für uns. So ja, ich verstehe das nicht und ich bin sehr stolz auf ukrainische Leute. Sie sind sehr, sehr stark. Ja, ja, das ist unglaublich so. Ja, meine Kondolenz ist zu ukrainischen Leuten. Слава Україні! Слава Україні! Ми їх нам переслідуємо до Deutschland. Ми people in Ukraine. Ja, das mein Leben, das meine Frau. Und das ist alles für die schöne Frau und Mama. Ja. Ja? Ja. Alles Liebe zum Frauentag. Und das waren sie schon, die ganz persönlichen Streiflichter, mit Mang am Internationalen Frauentag. Ein weiterer Bericht wird sein über den Ukraine-Krieg. Die UN geht davon aus, dass ca. 8 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet sind. Und rund 400.000 Menschen sind in die Bundesrepublik eingereist. Sehr viele davon sind in Berlin. Eine wahnsinnige Herausforderung. 83% der Geflüchteten sind Frauen mit ihren Kindern. Und 17% der Geflüchteten sind Männer. Männer in unserem Alter, Senioren, die sich auf die Flucht begeben müssen. Hallo Mika, schön Sie zu treffen. Aus welchem Teil der Ukraine kommen Sie? Привіт, я приїхав із серця. Er hat gesagt, er kommt aus dem Herzen der Ukraine oder eher aus dem nördlichen Part, direkt aus Kiew. Was haben Sie vom Krieg gesehen? Bomben, Kanonenschüsse, russische Panzer, auch von Bomben zerstörte Häuser? So, what did you see of the war? Насправді треба почати. Er hat erklärt, dass er das wahrscheinlich erste gar nicht gesehen hat, sondern eher mehr gehört hat, wie zum Beispiel Raketen. Es ist nicht vergleichbar mit einem Sturm, mit Blitzen oder anderen Geräuschen. Es hört sich eher so an, als würde der ganze Himmel auf den Boden herabfallen. Das nächste, was er dann gesehen hat, oder wohl eher ist er dazu eingeschlafen und aufgewacht,
waren zum Beispiel Raketen, die nicht explodiert sind, die im Asphalt stecken geblieben sind. Leute, die auf andere Leute mit Waffen gezeigt haben, ob er wusste, ob das jetzt nur Ukrainer oder Russen waren, da war er sich überhaupt nicht sicher. Er hat Checkpoints gesehen mit sehr vielen bewaffneten Armeen und halt Soldaten. Und er hat auch zerstörte Häuser gesehen. Alles, was man sich wahrscheinlich darunter vorstellen kann. Wie viele Reisestunden benötigten Sie, um zum Berliner Hauptbahnhof zu kommen? Nahmen Sie nur den Zug oder auch andere Möglichkeiten des Transports? Мені довелося їхати спочатку на автомобілі. Er hat erklärt, dass er allgemein mehr als 2 Tage gereist ist. Zuerst mit dem Auto und dann waren es sehr, sehr viele Züge, sehr, sehr viel Umsteigen halt. Auf welche Weise wollen Sie Ihre Zeit in Deutschland mit Ihrer Gastfamilie verbringen? Wie wollen Sie das organisieren, mit ihnen zusammenzuleben? With them together. Важко сказати, як я хочу жити. Тобто... Es ist sehr schwer zu sagen, wie er hier seine Zeit verbringen möchte. Jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt lernt er erstmal die Sprache. In Zukunft meinte er, möchte er sehr gerne Ausstellungen und Museen besuchen. Warum gingen Sie nach Deutschland und nicht in ein anderes Land wie etwa Ungarn oder Polen? По-перше, чому не Польща? Тому що мені хотілося бути якнаймога. Er hat erklärt, dass er nicht nach Polen oder irgendein anderes Land wollte, weil er so weit wie möglich von Russland entfernt sein wollte und so weit wie möglich vom Krieg entfernt sein wollte. Und er ist der Meinung, dass die Deutschen den Ukrainern vom Temperament und Charakter her sehr ähnlich sind. Wenn eines Tages der Krieg vorbei ist, gehen Sie zurück? Дійсно, війна одного дня закінчиться. Чи... Eines Tages wird der Krieg enden. Das ist wirklich so. Aber es wird wahrscheinlich nicht für alle so sein. Denn wenn er in seine Heimat zurückkehrt, wird er immer im Hinterkopf haben, dass der Himmel rot ist und brennt und dass dort die Menschen leiden und gestorben sind. Und da möchte er nicht mehr hin zurück. Selbst wenn er dort Leute kannte, selbst wenn er die Heimat schön fand, selbst wenn er die Heimat toll fand, er kann es einfach nicht mehr. Thank you very much. Vielen Dank. Viele Bundesbürger und etliche Familien haben in Deutschland Ukraine-Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen. So auch in Berlin, unter anderem die Familie Gobry. Als Sprecher der Familie wurde Sohn Nikolaus und Tochter Maria Theresia ausgewählt. Aber vorab nochmal, natürlich sollten wir ganz klar feststellen, unsere Mittenmann-Redaktion hat auch große Anerkennung und Bewunderung für diese Aufnahme eines ukrainischen Flüchtlings bei euch in der Familie. Die Frage ist die erste in dem Zusammenhang, wie fiel denn die Entscheidung? War es eine längere Diskussion in der Familie oder kam einfach spontan, das machen wir? Wir haben das tatsächlich sehr spontan entschieden, da wir die Lage als sehr kritisch empfanden und wir wollten einfach eingreifen und sagen, wir möchten jemandem helfen und jemanden unterstützen darin, hier in Berlin Fuß zu fassen. Und das ging dann alles tatsächlich auch sehr schnell. Gab es da irgendwie ein ganz besonderes Ereignis in den Nachrichten oder was euch da besonders angetrieben hat? Wir gehen einfach direkt zum Hauptbahnhof und stellen uns dahin und empfangen dann natürlich Leute, weil wir haben halt gemerkt, das würde halt einfach viel zu lange dauern, bis wir unsere Hilfe anbieten können. Sie haben zur Unterbringung des ukrainischen Gastes das Gästezimmer ausgewählt. Gab es denn da besondere Aufräumaktionen, Umräumaktionen, dass also hier praktisch das ganze Haus und der Haushalt total umgekrempelt und auf den Kopf gestellt werden musste, um den Gast zu empfangen aus der Ukraine? Also tatsächlich bin ich aus diesem Gästezimmer auf den Dachboden gezogen und wir hatten dann das Zimmer frei. Alle meine Sachen, die ich selber hatte, wurden natürlich dementsprechend in mein Zimmer, in mein neues gebracht und er kann sich dort jetzt frei einrichten, wie er das möchte. Sie haben ja schon angedeutet kurz, wie Sie dann weiter vorgegangen sind. Sie sind also in den Hauptbahnhof Berlin. Und wie sind Sie dann weitergegangen, um einen
Flüchtling aufzunehmen, dass sie dazu bereit sind? Haben sie ein Schild hochgehalten oder gibt es da irgendwelche Tische, wo man sich einträgt und man sieht, aha, da ist jemand, der könnte uns gefallen vom Alter her. Wie lief denn das am Hauptbahnhof ab? Genau, wenn man vom Krieg flüchtet, ist man natürlich sehr aufgebracht, sehr durcheinander und kann seine Gedanken nicht wirklich teilen oder zusammenfassen. Und da war es natürlich auch schwierig, erstmal spezifische Fragen zu stellen, weil er überhaupt nicht wusste, was er antworten soll. Wir haben ihn dann einfach an der Hand genommen, beziehungsweise ihn bei uns einhaken lassen und haben gesagt, dass alles gut wird und dass wir erstmal zu uns nach Hause gehen und er sich dann dort ausruhen kann. Wir haben ihn natürlich zuerst gefragt, ob er jetzt was essen möchte oder irgendwas anderes möchte. Er hat gesagt, nein, er möchte erstmal in Sicherheit gebracht werden. Und das haben wir dann auch erstmal gemacht. Er ist dann nach Hause gekommen. Wir haben ihm alles gezeigt, was er alles nutzen kann, was er alles machen kann hier im Haushalt. Wir haben uns vorgestellt. Und dann hat er sich natürlich erstmal ausgeruht. Der Berliner Hauptbahnhof Central Station ist nach wie vor auch rund 6 Wochen Mitte April haben wir jetzt Ankunftszentrum für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Täglich kommen hier nach wie vor etwa 2000 Flüchtlinge an. In den Hauptzeiten der ersten 14 Tage nach dem Überfall auf die Ukraine waren es 10.000 und mehr täglich. Das hat natürlich hier den Berliner Hauptbahnhof sehr angestrengt und es waren zahlreiche Helfer ehrenamtlicher Art und Weise dabei. Es war wirklich überwältigend, die Hilfe. Die Flüchtlinge wurden anfangs im Hauptbahnhof versorgt. Inzwischen hat man hier dieses Zelt aufgebaut und von hier aus werden die Flüchtlinge dann auch weitergeleitet zum eigentlichen Empfangszentrum am ehemaligen Berliner Flughafen Tegel. Es regelt die bundesweite Verteilung der Flüchtlinge. Es kann bis zu 10.000 Flüchtlinge am Tag durchschleusen. Der Senat schätzt etwa, dass ca. 180.000 Geflüchtete in Berlin-Brandenburg angekommen seien seit Beginn des Krieges. 50.000 bis 60.000 dürften sich mittlerweile in Berlin aufhalten. Der Check-in befindet sich im ehemaligen Lufthansa-Terminal des Flughafens. Im ehemaligen abgetrennten Wartebereich stehen bis zu 2.500 Betten zur Verfügung. Als weiteres vorübergehendes Ausweichquartier diente bis 20. März sogar diese protestantische Kirche auf dem Karl-Bonhoeffer-Gelände. Zwischen den Sitzbänken und selbst um den Altar herum standen Feldbetten. Man zeigte sich sehr tolerant. So konnte hier auch ein Mohammedaner seinen Gebetsteppich auslegen und gegen Mekka niederknien. Dieses weitläufige Areal der früheren Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik im Berliner Bezirk Reinickendorf diente anfangs als Ausquartier für die enorme Flüchtlingswelle. Hier konnten die Ukrainer auch einen Antrag auf Asyl stellen. Hier standen rasch von Hilfsorganisationen aufgebaute Zelte. Sie dienten als vorübergehendes Quartier für mehrere tausend Personen. Aber inzwischen ist das hier ziemlich geräumt.